Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield hier auf der Erde bei der NASA-Startrampe, die wir uns jetzt ein bisschen anschauen wollen. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ich vermute mal, irgendwie da oben sollen wir hinkommen. Und wir schauen einfach mal, was wir so entdecken können. Kein direkter Weg zu sehen, ja, das dachte ich mir schon fast. Aber hier schaut es doch nach Eingang aus. Notenergiezellen, okay, die brauchen wir jetzt nicht. Strom, ah, doch brauchen wir. Stromanschluss. Zack, holen wir einmal eine da rein. Jetzt kommen bestimmt magisch hier rein, oder? Startet aber noch nicht die ganze Anlage, denke ich mal. Das klang gerade so, als wäre sehr, sehr viel angegangen hier drin. Ah. Ressourcen. Natürlich alles mit. So, sonst gibt es hier aber erstmal nichts oder kommen wir hier noch weiter? Ah, ein paar Medipacks. Hier noch höher kommen wir aber allerdings nicht. Ist das noch irgendwas Brauchbares? Nee. Dann würde ich mal noch eine Energiezelle mitnehmen für alle Fälle. Die auch wieder rausnehmen, richtig? Aber ich lasse sie mal drin. Ist ja eigentlich egal. Wenn wir jetzt eine brauchen, dann holen wir sie, aber wir haben ja eine noch in der Tasche mit dabei. Wenn wir nach oben kommen. Nicht hier irgendwie über diesen Weg. Auch eine Energiezelle. Die einfach mal auch mit. Vielleicht brauchen wir ja mehr als nur eine. Huch. Ach, an dem Stahlteil hängen geblieben. So, dann wollen wir mal. Gibt es noch irgendwas Brauchbares hier? Der Aufzugsschacht, den lassen wir recht gerne mal zu. Da plumpsen wir sonst noch runter. Sonst erstmal noch nichts Brauchbares hier. Drahtspulen, die brauchen wir nicht. Ich mache den Scanner mal wieder aus. Ach, Lampe wollte ich anmachen, Scanner wollte ich aushaben. So, da kommen wir auf jeden Fall weiter hoch. Ups, einmal hier rüber. Ach ja, die gute alte NASA-Startrampe. Das waren noch Zeiten damals. Da gab's uns alle noch nicht mal. Da haben die Menschen hier Raketen geschossen. Geschoben, wollte ich sagen. Gut, hier geht's aber erstmal nicht mehr weiter. Oder, hier drüben geht's weiter. Perfekt. Sind auch bald auf der Höhe, auf die wir müssen. Ich schätze mal, die müssten wir so jetzt erreicht haben. Wieder rüberlaufen. Und auch hier frage ich mich jetzt irgendwie, ob jetzt nicht doch plötzlich irgendwann wieder einer von diesen dämlichen Sternenblütern auftaucht. Ich finde hier nach wie vor irgendwie diese Story-Auflösung mit denen bisher. Irgendwie Schneekugel. Ah, bringt leider nichts. Okay, ich dachte, es wäre vielleicht wie letzte Folge, wie die Osaka-Schneekugel, aber das war einfach nur irgendeine leider. Schade, ich dachte schon. Da waren wir schon. Oh, können wir auch mitnehmen. Nicht 5. Puh. Schweres Ding. Die Tür geht auf, die hat wohl Strom. Aber ich würde eher da innen durchlaufen, das macht viel mehr Sinn. Weil da schaut es mir so aus, als könnte es noch mehr Loot geben. War hier alles so? Irgendwas Gutes? Können wir alle diese Fächer durch... Nein, können wir nicht.
Hätte ich jetzt schon fast gemacht, wenn das möglich wäre. Ein nuklearer Brennstab, natürlich liegt der einfach so offen hier rum. Warum auch nicht? Ah, hier eine dicke Kiste, wieder gut. Ist ein adaptiver Rahmen drin, mehr leider nicht. Schade. So, jetzt aber darüber wollen wir. Nein, das wollte ich. Immer dieses manche Tasten gedrückt halten oder auch nicht und ach, kann man nur falsch machen. Da könnten wir noch reinschauen. Ah, wir haben ja den NASA-Zugangscode, genau. Ah, noch mehr von den Dingern. Ich hau mal hier Strom rein. Brauchen die bestimmt. Das klang ein bisschen merkwürdig. Aber bestimmt haben wir das genau jetzt hier für den Aufzug gebraucht, der hier aufgeht. So, Startanlage öffnen. Dann fahren wir mit dem Aufzug mal nach ganz oben. Der öffnet die Taschenlampe. Ja, okay, das ist ein Tooltip nach ich weiß nicht wie vielen Spielstunden mittlerweile. Den ich jetzt nicht unbedingt mehr brauchen werde. Auch mal weggehen da oben. Hallo, ich hab's verstanden. Ich halte das Spiel hier irgendwie unten mir zu oder so und sagte so, hey, du musst das halten, damit du die Taschenlampe an- und ausmachen kannst. Nicht nur kurz drücken, das ist der Scanner. Aber den Scanner mache ich jetzt auch mal an, weil hier liegt bestimmt einiges rum, was man vielleicht gebrauchen könnte oder halt anschauen kann. Ich würde ungern hier irgendwas übersehen, deswegen schaue ich gerade so penibelst nach überall. Man möchte ja so die Geschichte der Erde ein bisschen mitnehmen. Aber komischerweise ist hier oben drin gefühlt einfach nur genau gar nichts. Nicht mal irgendein Crafting-Ding oder sowas. Eine Geschichte aus zwei Städten. Nehmen wir das mit. Aber ich nehme nebenbei ja immer noch Morrowind parallel auf. Und da liebe ich es ja, du kannst Bücher lesen und du nimmst sie nicht mit. Ist einfach so viel besser, weil ich weiß nicht, warum man diese Funktion hier schon so lange nicht mehr übernommen hat. Naja. Forschungscomputer der NASA. Benutzen. Startmaßnahmen. Bitte daran denken. Die letzte Überprüfung der Vitalwerte und der Anzüge ist von größter Wichtigkeit. Zugegeben, es ist inzwischen sicherer und wir befördern mehr Personen als früher. Doch das Leben dieser Menschen liegt nach wie vor in unseren Händen. Gerüchten zufolge soll der nächste Start abgebrochen werden. Sorgen wir dafür, dass es ein Gerücht bleibt. Geht immer vom Ernstfall aus. Durch eure Professionalität wird die Raumfahrt ein bisschen sicherer. Und wir sind auf jedes bisschen angewiesen. Zugangsstation Logbücher. Fehlerarchive beschädigt, Systemwiederherstellung läuft. Archive teilweise wiederhergestellt. Okay, Probe vom Mars. Frage. Was sagt er denn dazu? Stationslogbuch. Dr. Judy Tatien. Ich Oder habe sie? versucht, mich bei Dr. Eiser, Viktor, einzuschmeicheln, um an Infos zu kommen. Sein Team hat eines der Labore beschlagnahmt und die zwei Militärs kontrollieren, wer hinein und hinausgeht. Als ich gescherzt habe, dass er wohl ein kleines grünes Männchen seziert, ist er kreidebleich geworden. Zwei Tage später bittet er mich um mehr Informationen zu meinem Hintergrund in Materialwissenschaft, also Metallurgie. Wir haben morgen ein Meeting. Ich glaube, ich werde ins Labor eingeladen. Heutiges Meeting. Stationslogbuch, Dr. Julie Tatien. So nervös war ich zuletzt bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Ich habe 4 Stunden mit Victor und seinem Team über theoretische Metalle und Atombindungen geredet. Inklusive eines halbstündigen Ausflugs in den Magnetismus, der mich, glaube ich, nur vom eigentlichen Thema ablenken sollte. Dann habe ich das Labor gesehen. Ich sollte nicht zu viel sagen, aber das
Periodensystem hat sich damit erledigt. Na super. Interessant, interessant. Okay, was ist unsere nächste Aufgabe? Finde Informationen über die Probe vom Mars. Okay. Durch. Vielleicht finden wir da Informationen. Oh. Was ist das denn hier? Warum sind hier so viel Stein? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Warum ist hier alles voller Steine? Wir sind sehr weit oben und da waren keine Steine und Höhlen. Das Ding stand frei in der Landschaft rum. Eigentlich. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass hier noch irgendwann was bald passieren wird. Ein ganz kurzer Test. Können wir auf unser Schiff zugreifen? Nicht Inventar. Shieldbreaker. Frachtraum. Nur vielleicht schon mal. Ne, wir können leider nicht ablegen. Wir sind zu weit weg. Schade. Meine Idee gerade eben, dass wir vielleicht mal kurz was ablegen könnten. Ah, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, das ist ganz schön groß hier. Wo war das denn? Ist das dieses komische Ding, was aussah, das Raumschiff? Oh Gott, Leute, wir haben viel, viel anzuschauen. Ich hau mal den Scanner wieder an, weil sonst, glaube ich, werde ich hier niemals durchkommen. Ich hatte eben vorher schon gesagt, ich würde ungern irgendwas übersehen oder auslassen. Hier bin ich gerade mal wieder mal sehr penibel unterwegs. Achso, die Sachen leuchten, aber da kommen wir nicht ran. Na ja, gut. Kann man so Scheiben eigentlich einschlagen? Halt, nein, ach. Messer weg. Licht an. Das Licht brauchen wir ehrlich gesagt nicht unbedingt. Hier drin ist es hell genug. Ach ja, so ein alter Raumanzug. Touchscreen to learn. Ah, geht sogar. Anzug Mercury. Die ursprünglich für Flüge in großer Höhe gedachte Mercury-Raumanzug wurde oft angepasst, um Druck, Temperatur und Sauerstoffproblemen zu begegnen. Obwohl die Kabine des Mercury-Raumfahrzeugs bereits vor den Gefahren der Raumfahrt schützte, stand die mehrfache Absicherung stets an erster Stelle. Falls es in der Kabine zu Druck... warum kann ich heute nicht mehr lesen und reden? Mein Gott, Entschuldigung. Falls es in der Kabine zu Druckabfall gekommen wäre, hätte der Raumanzug den Astronauten vor dem Vakuum geschützt. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu spät heute für die Aufnahme gewesen irgendwie. Ich dachte, ich bin eigentlich noch wach genug, aber irgendwie glaube ich, sabbel so ein bisschen Schmarrn vor mir hier, vor mir her. Mondrover. 1971 bis 1972. Der Mondrover, der bei den letzten Apollo-Missionen eingesetzt wurde, konnte zwei Astronauten befördern. Das Drahtgeflecht-Reifenprofil bestand aus Titan und sollte für Haftung auf der Mondoberfläche sorgen. Zudem war der Rover voll elektrisch und wurde mit Batterien betrieben, deren Energie für die Dauer der Mission ausreichen sollte. Ja, das Ding... Ich würde sagen, kommt einem fast bekannt vor, aber... Oder war das es? Gab es das Ding in echt? Ich bin gerade unsicher. Hatten die damals einen Mondrover bei der Mondlandung? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die waren zu Fuß unterwegs. Wechsle ich eigentlich gerade mit dem Mars Rover, der halt autonom rumgefahren ist. Okay, aber ich sehe, es gibt noch ein paar Tafeln, die wir uns anschauen können. Vielleicht lesen wir nicht alle vor. Also wer kurz mal durch, wer die Sachen lesen möchte, einmal kurz pausieren. Ich klicke die alle mal nur ganz kurz an. Projekt Apollo. Alles andere war Projekt Mercury, das hier. Genau. Ah. Kommen wir an den Raumanzug ran. Ach du Heilige. Was sind das für Werte? Das ist der Mercury-Raumanzug. Und wie viel ist der wert? Boah.
Okay, den schauen wir uns gleich mal genauer an, im Vergleich mit unserem Mantis-Anzug. Der ist halt zwar nicht legendär, aber der war schon ordentlich krass gut von den Werten. Okay, Project Gemini. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Interessiert mich jetzt. Anzüge. Oh, der ist schon einiges besser in der Verteidigung. Wiegt ein bisschen weniger. Aber hat halt nicht die ganzen Bonus-Sondereffekte. Aber andererseits, ich finde, der sieht einfach viel cooler aus wie dieser komische, weiße, glattgeleckte Anzug. Ich finde den einfach nicht so schön, den Mantis-Anzug. Ich mag den irgendwie nicht so. Ich ziehe mir den jetzt hier an. Rucksack, hauen wir uns auch den Mercury-Rucksack drauf. Obwohl, der gibt plus 20 Tragekapazität. Nee, dann vielleicht nicht. Und der schaut auch nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Der kommt dann ins Schiff. Und Helm. Ah, da an sich nochmal plus 100 Energieresistenz und physische Resistenz, der Helm. Aber wir können den ja auch ein bisschen verbessern. Sieht sogar einiges besser aus wie der von der Tracker Allianz. So. Jetzt sehen wir mal wieder ein bisschen anders aus. Was haben wir denn hier noch von der Rakete stehen? Welche ist das? Abschied von der Erde. Im Jahr 2150. Mhm. Ja. Anzugentdecker haben wir gerade rausgenommen, habe ich gesehen. Warte. Ah. Okay. Nochmal ein ziemlich guter Anzug. Witzig, dass wir auf die Kiste zugreifen können, die einfach hinter der Wand... Ach nein, weil hier kaputt ist, weil hier eingebrochen worden ist. Guckt man da oben hin, zufälligerweise. Das wäre anklickbar, theoretisch. Aber da kommt man nicht hin. Nee, man müsste sich hinlegen können, dann hier reinkriechen so ein bisschen. Und ihr sagt mal bei Rucksackständer, kann ich ihn irgendwie anwählen? Nee, ach. Geht nicht, schade. Warte mal, warum bewegen sich die Verborgenanzeige oben? Die schwankt zwischen mehreren Punkten rum. Mehr Programm. Suche auf dem Mars nach dem Opportunity Rover. Oh. Hier, den meinte ich vorher. So ähnlich sah doch auch der echte aus, oder? Vielleicht ganz ähnlich, vielleicht auch nicht. Kann auch sein, dass der echte ganz anders ausschaut. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ich mache mal wieder den Scanner an, damit wir auch wirklich alles hier entdecken können, mitnehmen können. Zumindest so teilweise. Warum bewegt sich die Anzeige oben? Das ist irgendwie merkwürdig. Eagle-Modul. Nicht rein, oder? Ja, schade. Wäre auch zu cool gewesen. Ah, Closed for Remodeling, okay. Projekt Prisma. Das sieht schon nach einer ordentlich interessanten kleinen Rakete aus. Okay, das wird dasselbe sein, glaube ich. Ja. Was haben wir hier? Auch Projekt Prisma. Sogar, den können wir auch noch über lang laufen, theoretisch. Ja, schauen wir uns gleich an. Erstmal hier unten, Leben im Weltall. Ich würde es ja schon alles gerne jetzt vorlesen, aber das wird sich ewig ziehen. Kommen wir denn hier rein, zufälligerweise? Ah, kann man öffnen. Das erste Modell hier von einer dieser Luftschleusenanlagen. Mal Licht an. Gucken wir hier nicht durch. Oh, ein Dietrich. Ach, schade, man kann nur in den Vorraum rein. Ach, Mann.
Schade, ich hätte gehofft, man kommt ein bisschen weiter. Na dann mal wieder raus. So, da geht's auf jeden Fall für uns. Ja, schon weiter. Dann erkunde ich lieber erstmal ganz kurz da oben nach dem Bereich. Ups, einmal hier hoch. Fangen wir aber gleich auf der Seite an. Dass sie sich hier irgendwie noch befindet. Ob sich hier noch was befindet. Ich glaube, hier geht es wieder runter, ne? Ja, da unten ist nix. Da drüben geht's zumindest hier in dieser Zwischenebene noch. Ah, wo ist die Drohnenbatterie? Und eine Schwerelosaufhängung. Jetzt sind wir mal wieder überladen, was auch sonst. Kennt man ja nicht anders. Alles voll mit ganzen Pamphleten. Okay, hier unten gibt's aber nichts mehr. Dann können wir jetzt weiter. Oh, warte mal, gab's hier noch was? Helmständer? Ach, Helm Mercury, noch einer. Und noch ein Mercury-Rucksack. Na ja, ganz ehrlich, nehmen wir auch mit. Schadet ja nicht. Kann man verkaufen. Oder aufheben und ausstellen bei sich im Raumschiff oder sonst wo. So, was haben wir hier? Ah, eine Aufnahme von Judith. Ich verstehe einfach nicht, woher diese Berechnungen kommen. Stimmt was mit den Zahlen nicht? Ist doch alles recht simpel. Das war nicht meine Frage. Wir schaffen es noch nicht mal, eine Materialprobe von dem Objekt zu nehmen. Keine Erklärung für die Gravitationseffekte, kein Bewegungsdiagramm für die harmonischen Frequenzen. Ich kann nicht mal einen Schmelzpunkt bestimmen. Judith. Aber du hast mich monatelang Collider-Prototypen bauen lassen. Und jetzt soll ich Helium-3 hineinpumpen, basierend auf einer Gleichung, die du auf eine verdammte der Vierte gekritzelt hast. Du musst mir einfach vertrauen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Wir rennen immer wieder krachend gegen Wände. Nichts funktioniert. Und du lässt dir ständig etwas Neues einfallen, als wüsstest du, was passiert. Woher kriegst du deine Informationen, Viktor? Es tut mir leid, Judith. Ich... nicht hier, okay? Irgendwo außerhalb der Basis. Ich sage dir alles. Aber ich lüge nicht, okay? Wir werden hier etwas Wichtiges entdecken. Ich verspreche es dir. Okay. Also er wollte seine Informationen wohl schon mit ihr teilen, durfte es wahrscheinlich aber auch einfach gar nicht. Bei dem langen Gang war ich gerade echt sehr skeptisch hier, weil das wirkte so typisch wie dieses... Ah ja, du bist jetzt hier im langen Gang, jetzt hast du deinen Dialog angehört oder deine Aufnahme da. Und jetzt geht's rund. Und ich war natürlich auch so verwirrt oder halt so skeptisch, weil diese Dingensanzeige so... so geflackert hat, die Verborgenanzeige hier. Warum ist die so weit ausgeschlagen? Was verstecken wir uns hier? Das heißt doch schon, dass hier irgendjemand ist oder irgendwas. Oder? Ah, nein, deswegen der Taschenlampe. Okay, gut, das habe ich nicht gewusst. Trotzdem bin ich nach wie vor sehr, sehr, sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Aber klar, macht Sinn, dass die Taschenlampe auch ein bisschen Feinde auf uns aufmerksam machen könnte. Gibt ja viele Spiele, wo das früher noch nicht so der Fall war. Gibt's hier irgendwas? Auch hier schaue ich noch ein bisschen um. Ah, Beryllium. Dann nehmen wir noch mit. Dahinter steht nochmal ein isotopisches Kühlmittel. Natürlich, das steht auch überall rum. Egal, wo man lang läuft. In der Forschungsstation können wir leider nichts anfangen. Wir haben nichts Neues gefunden, was uns irgendwie weiterhilft.
Wir sind irgendwie dahinter. Hier vielleicht durch? Nee. Ah, hier oben wahrscheinlich lang. Mal gucken, nicht eine Kiste übersehen hier? Nein. Ja, schade. Hier kommen wir nicht durch, nee. Dann wollen wir mal hier oben lang. Geschichten von Raum und Zeit, das haben wir auch schon mal gelesen. Immer noch so skeptisch, es baut sich aber auch so auf hier irgendwie. Oh nein, auch das wird ein Digi-Dietrich. Ich hab die Klopapierrolle aufgenommen. Mensch. Ach, wie gut, dass wir hier keine von denen brauchen, noch Energiezellen. Ah, wahrscheinlich gibt's hier eine. Ja, natürlich. Ah, muss auch nur Netzschalter aktivieren, okay. Anzug Entdecker, ich möchte nur kurz gucken. Okay, und ein Rucksack. Dann nehmen wir beides mal mit. Das sah ganz sehr komisch aus, das Weiße hier, aber es hat nur gespiegelt. So, jetzt hat der Schalter Strom. Ich würde schon sagen, wenn wir jetzt zurücklaufen müssen und eine von diesen komischen Energiezellen da holen müssen, dann wäre ich aber ein bisschen ungehalten. Ist eingestürzt hier. Ich frage mich, wo die ganzen Steine herkommen. Wir waren doch ganz weit oben vorher. Wir sind ja nicht wirklich nach unten gelaufen. Vielleicht irgendwann sind wir ein bisschen nach unten gelaufen, aber nicht so viel. Vielleicht hätten wir es nachher noch rausfinden, was hier diese Einstürze alles sind. Ah, ein Sperreneinsteiger. Wir können mal wieder. So, der und der sind der gleiche, oder? Ich guck nur. Ja. Der geht nur innen. Das heißt, ich kann einen von denen nehmen und dann den hier. Zack. So, jetzt. Ich war gerade so, hä? Irgendwie, das geht nicht auf. Mir fehlt eins. Ich war komplett verwirrt. Ah, zwei Dietriche, sehr schön. Aber nein, es ging auf. Es war alles machbar. Okay, sonst gibt es hier drin nichts, oder? Oh Gott, Entschuldigung, ich muss gerade voll gehen. Ja, nach der Aufnahme hier ist Schluss. Allzu lang werde ich nicht mehr machen, weil ich merke gerade, wie es mich echt komplett wegbeamt, ich immer müder werde. Und dann fange ich immer an oder beziehungsweise höre immer auf zu reden. Fang an, immer weniger zu reden, das wollte ich sagen. Das wäre irgendwie blöd für ein Let's Play, wenig zu reden. Es soll ja kein Walkthrough werden. So, das Ding passt. Dann das hier. Hier. Das würde gehen und dann der hier noch. Oder? Ah, nein. Das täuschte. Das ist der hier und das, jawohl. Huch. Da war mal die Faster Engine mal wieder am Werk. Und eine Notenergiezelle, ich nehme die mal mit. Ich glaube, wir haben zwar noch eine in der Tasche, aber wenn wir die schon so vor die Nase gelegt bekommen, dann sollten wir die eventuell mitnehmen. Mehr Dietriche, das ist sehr schön. Ah, ein Wartungsschlüssel. Okay, können wir auch gebrauchen. Ja, die Zelle werden wir auf jeden Fall gebrauchen, weil die war hier platziert, dass man auch ja von außen sehen kann. Hoppla. Ja, von außen sehen kann, hey, da ist so eine Energiezelle, die solltest du mitnehmen. Wir sehen auch schon, wo sie reinkommt. Da drüben. Tja, das ist die Game-Erfahrung. Jahrelange. Nee, man kennt es einfach schon. So, der Schalter erfordert die Energie von da hinten. Die hauen wir gleich rein. Ich
Ich will noch so einen kleinen Moment hier noch erst hier umschauen. Das kann mit. Das und das. Ist hier noch was? Da liegt noch. Oh. Da liegt noch eine Notenergiezelle. Okay. Vielleicht hätte es auch die sein können oder dürfen. Okay, noch eine. Gut, es liegen so viele rum, dass auf jeden Fall schnallt, dass man eine von denen nehmen muss. Ja, finde ich fast schon ein bisschen schade, dass so viele sind wieder auf einmal. Dass sie mal gleich so übertreiben müssen mit den Sachen. Ja, finde ich cooler, wenn es halt nur echt nur eine wäre oder vielleicht eine zweite an einem anderen noch versteckten Ort. Das ist halt einfach zu einfach. So ein bisschen schwierig darf doch ein Game sein manchmal, finde ich. So eine kleine Herausforderung, kleine Rätsel dürfen doch gerne mal eingebaut sein. Aber gut. Ich glaube, das... Oh, was ist das denn? Oh, eine Pistole. 117 physischer Schaden. Erdzeitige Pistole. Oh ja, das ist eine schöne alte Pistole. Nicht verkehrt, aber bestimmt schwächer wie unsere immer noch, die wir mal ganz am Anfang des Spiels gefunden haben. Das finde ich immer noch so wahnsinnig verrückt, dass aber diese eine Pistole, die hier, dass sie einfach immer noch die stärkste Pistole überhaupt ist. Und die haben wir ganz, ganz, ganz am Anfang irgendwann im Spiel gefunden. Also ich glaube irgendwo in den ersten 20 Folgen. Wenn nicht sogar in den ersten 10 Folgen. Ja, wo geht's hier hin? Ach nee, von hier kommen wir. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Kurz hier irgendwo rüber geguckt, mich einmal im Kreis gedreht und verwirrt gewesen. Ich dachte, ich überspiele mal ganz kurz mein Gehen, indem ich einfach ganz klug weiterlaufe. Und irgendwas entdecke, aber naja. Ich möchte aber gerade noch nicht aufhören, ich möchte noch weitersuchen hier. Ist gerade so spannend und interessant alles. Kühlsiebe können wir mitnehmen hier. Mhm. Da ein Widerstand. Ja, ich glaube, wir sollten den Scanner mal wieder anschmeißen. Ja, genau da, wo ich natürlich fertig bin. Meine Sensoren haben mögliche Feindaktivität erfasst. Leite Überprüfung ein. Ich wusste es. Ja, es gibt Roboter. Level 46. Oh mein Gott. Level 46 ist ja nicht das, was ich erwartet habe. Boah. Okay, wir nehmen gleich mal das Snipergewehr. Das ist sehr stark nämlich. Ich möchte es nachladen. Warum gibt es denn hier noch Roboter, die aktiv sind? Ach du Heilige. Ist der aktiv? Ne, der Deck ist nicht aktiv. Aber mit zwei Geschütze auf einmal erledigt. Eins gibt's noch anscheinend. Oder ein Roboter. Ah, hier direkt vor unserer Nase. Okay. Oh. Damit habe ich zwar irgendwie gerechnet, aber irgendwie auch nicht. Nicht mit Robotern gerechnet, ehrlich gesagt. So, das Schöne ist, wir können es jetzt überall wieder bedienen hier. Kleines bisschen wacher bin ich geworden. Da ist noch eine Tür, da geht es wahrscheinlich dann gleich weiter. Ich gucke nochmal ganz kurz. Okay, könnten wir drücken den Schalter und dann, ja, dann geht's da runter. Wir schauen uns natürlich erstmal überall hier ganz in Ruhe um. Die Waffen mal alle nachladen. Da können wir Strom reinhauen, Netzschalter aktivieren. Zack. Notgeschützsteuerung, ja gut, die haben wir schon erledigt. Die brauchen wir jetzt nicht noch anschmeißen, die Geschützsteuerung. Kostet nur irgendwie unnötig einen Dietrich. Kann man zwar entsperren, aber...
Nein, was bringt's? Da liegt ein Dietrich. Sehr schön. Obwohl, lass mich nur eine Sache gucken. Weil eventuell brauchen wir den ja noch irgendwo, ist denn hier Sicherheit? Müssen wir noch irgendwas die Schlösser öffnen? Ah ne, wir haben das schon maximiert. Okay, wir müssen auch gar keine Schlösser mehr öffnen, um das noch irgendwie zu leveln. Das heißt, das Ding können wir auch wirklich auslassen. Auch wenn wir zwar genügend Dietriche hätten dafür, aber muss jetzt nicht. Na gut. Dann machen wir die Tür eben auf. So, geht da, ist aber doch, ist richtig. Gehen einmal hier hin? Nee. Wird der denn passen? Blöd. Ach, hier wird er passen. Ich bin blöd. Manchmal steht man so auf dem Schlauch mit diesen Dingern. Okay, nee, der würde nicht da passen. Kannst du nicht nehmen einen automatischen Platz? Welcher ist es? Ah, der kommt dahin. Und dann ist es noch der da. Ich meine, wenn wir 8 automatische Plätze frei haben, dann können wir auch mal echt einen verschwenden irgendwie. Oh, das liegen so viele Ressourcen hier rum, das ist nicht mehr normal. Ja. Auch nochmal 4 Kisten natürlich direkt. So, das kann man noch mitnehmen. Das kann auch noch mit. Also genau, Strom haben wir angeschmissen. Können wir das Ding noch abchecken? Ist da hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Aber für alle Fälle mal gucken. Was ist unsere Aufgabe aktuell? Finde Informationen über den Graf-Antrieb. Prototyp. Okay. Haben wir alles nachgeladen? Ne, die Pistole noch nicht. Das Ding aber. Und wir können uns mal noch ein Trauma- oder Medipack rein und ich weiß nicht, was es war. Ich habe die beiden ja nebeneinander auf die Tasten gelegt. Aber ich würde mal sagen, das hier unten der Weg ist eine Aufgabe für die nächste Folge. Da werden wir uns hier weiter umschauen in der NASA-Basis. Vielleicht treffen wir noch weitere Feinde, Roboter oder irgendwas anderes. Wer weiß, wer weiß. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.